Shortleg. We're gonna rock the show. Shortleg. Bang your head and let it flow. Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg. Viel ist passiert in der großen Dartwelt nach der letzten Ausgabe und deshalb wollen wir in dieser Post-Halloween-Ausgabe von Shortleg nicht viel Zeit verlieren und direkt ins Geschehen reinstarten. Mein Name ist Marvin van Boom, herzlich willkommen zum Daten.de Podcast. Neben mir, an meiner Seite, hoffentlich auch viel Süßes oder Saures gespielt hat. Hi Kevin. Ach, also gestern noch einen Auftritt gehabt, deshalb ein bisschen mitgenommen, aber ansonsten ist das alles nichts für mich. Vielleicht bin ich schon zu alt dafür, ich weiß es nicht. Und auch der Shorty ist dabei. Ich hoffe, bei dir hat es auch nicht allzu sehr gegruselt, Shorty. Nein. Also hier im Norden ist das irgendwie, oder zumindest hier in Himmelingen ist das sehr übersichtlich. Also ich hatte so gut wie nie irgendein Problem mit Trick or Treat. Wir nehmen auf am Montag, den 1. November. In vielen Bundesländern ist ja heute auch Feiertag. Also zumindest in NRW hatten Kevin und ich. Aber ich glaube, 5 von 6, ne? Also ja. Soweit ich war. Ja, die Christlichen. Ich glaube, im Norden nicht, Shorty, oder? Ist bei euch heute Feiertag gewesen? Nein, ganz normaler Arbeitstag. Das tut mir leid. Aber trotzdem haben wir ja zusammen hier gefunden und nehmen jetzt die neue Folge heute auf, die wir in 3 große Blöcke unterteilen werden. Wir gehen ein bisschen chronologisch vor, wie ihr das gewohnt seid. Wir starten mit dem European Championship in Salzburg. 2 Wochen her seit der letzten Ausgabe, da hatten wir ja schon in der Vorschau darauf geschaut. Dann dazwischen den Block zu den Players Championships, die da gelaufen sind. Die waren ja sehr erfolgreich aus deutscher Sicht, da werden wir auch darauf blicken. Und dann zum Abschluss, gestern zu Ende gegangen, die World Series of Darts Finals. Da werden wir auch ein paar Worte zu verlieren. Und genau, wir schauen dann auch ein bisschen so drauf, wie das aktuell so mit der PDC-WM aussieht. Wer ist da aktuell eigentlich qualifiziert? Denn wenn wir jetzt heute am 1. November aufnehmen, morgen finden ja bis Donnerstag dann die letzten Player-Championships des Jahres statt. Und da wissen wir auch dann schon Entschuldigung, einiges mehr, was die WM-Quali angeht. Ja, dann gehen wir einfach mal rein, würde ich sagen. European Championship, ein bisschen die Zeit zurückdreht, noch nicht so lange her, aber schon ein paar Tage. Kevin, wenn du zurückblickst, wir hatten da mit Rob Cross einen Sieger, den wir hier gar nicht auf dem Zettel hatten. Wir haben uns mal wieder mit Peter Wright richtig in die Nesseln gesetzt. Aber Rob Cross, wie war das für dich? Also sehr überraschend, oder? Ja, definitiv. Also Rob Cross war überhaupt nicht auf meiner Rechnung. Das, ja, immer wieder mal Ansätze gesehen, dass es wieder in die richtige Richtung gehen könnte, aber eben dann doch nicht in den letzten 2 Jahren. Und dann, ja, wäre ja dieser Titel aus 2019 jetzt aus der Weltrangliste rausgefallen. Und er wäre durchgereicht worden, glaube ich, auf 26. Und ja, dann schafft er es genau im richtigen Moment, dann wieder diesen Titel zu gewinnen. Also fast wie James Wade, ne? Also hat dann nicht die tollsten Darts gespielt, aber durchaus dann auch im Turnierverlauf immer mehr überzeugende Leistungen auch gespielt, hatte dann mit Sicherheit auch ein bisschen das Glück auf seiner Seite, aber es verdient auf jeden Fall Anerkennung, ne? Also das ist dann kein One-Hit-Wonder oder sonst was, wenn jemand Weltmeister wird, wenn jemand World-Matchplay-Sieger wird und dann auch noch 2-mal European Champion wird, das ist überraschend gewesen, aber zollt auch meinen höchsten Respekt auf jeden Fall. Wenn man da durchs Turnier geht, dann erst noch gegen Keane Barry, das war nicht wirklich besonders. Da konnte man nicht von ausgehen, dass da jetzt der Sieg irgendwann am Ende folgt. Der Turniersieg dann gegen Brandon Dolan, 10-4 in Runde 2. Das hatte schon ein bisschen was vom alten Rob Cross, der war zumindest dann zur Stelle, wenn er musste. Viertelfinale gegen De Souza, 10-5, ließ sich deutlich, hätte auch enger sein können. Aber er war eben auch da zur Stelle, wie eben auch im Halbfinale, wo Joe Cullen ja einfach gar nicht anwesend war, muss man vielleicht auch, denke ich, so sagen. Und das Finale dann gegen einen gewissen Michael van Gerwen, wo man vorher dachte, da sollte doch jetzt eigentlich der Titel für van Gerwen werden. Da hat er 11-8 gewonnen, auch jetzt nicht den Monster Average gespielt mit 92,91. Aber Kevin, er hat es dann trotzdem irgendwie schon teilweise in seiner alten Art, mit der er auch Weltmeister geworden ist, gewonnen. Also er war halt einfach in den wichtigen Momenten, irgendwie war er da.
Genau, man hat natürlich auch das Glück gehabt, dass Van Gerwen das getan hat, was sonst einige Spieler gegen ihn nach so langen Tagen getan haben. Ich erinnere mich an die European Championship 2016, wo ein Mensur Suljovic sich sensationell ins Finale spielt, auch Phil Taylor im Viertelfinale auseinandernimmt. Und dann fehlte Mensur aber am Ende einfach die Kraft, die Kondition, und Van Gerwen hat ihn total auseinandergenommen. Und in diesem Fall, gut, Van Gerwen ist nicht auseinandergenommen worden, aber er hat über 20 Doppel verpasst. Und Cross hat seine Chancen genutzt, hat sehr, sehr gute Finishes ausgepackt, auch als Van Gerwen nochmal drohte, näher zu kommen, dann auch nochmal gut gescored. Also es war einer der besseren 93er-Averages, ne? Also, und Van Gerwen war nicht da. Und das ist ungewöhnlich, dass gerade dann Van Gerwen am Ende eines langen ITV-Tages, wie er normal ist, mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale, dass der dann da so federn lassen muss. Aber da musst du dann halt auch bereitstehen und das nutzen, weil auch Rob Cross ist ja jetzt nicht derjenige, der in den letzten 2 Jahren regelmäßig diese langen Tage gespielt hat. Ja, auf mich wirkte Van Gerwen da auch platt. Da hat man irgendwie auch gemerkt, weil Shorty er am Tag zuvor, also im Verlauf des Tages, einfach auch sehr, sehr viel Kraft gelassen hat. Viele Finale, 10 zu 8 gegen Gavin Price, da könnten wir jetzt schon drüber reden, ob das vielleicht das Match des Jahres war. Das war ja ein brutales Game. Gewinnt er 10 zu 8, beide mit einem Average von über 107 Punkten. Und dann auch gegen Espinel im Halbfinale, 11 zu 10 im Decider gewonnen. Hat da hochgeführt, wurde es aber nochmal richtig eng und das hat dann schon auch geschlaucht. Ja, absolut, absolut. Das muss man einfach ihm auch zugestehen. Diese Dinge haben viel Kraft gekostet, diese beiden von dir erwähnten Matches. Ja, wenn du einmal aus dem Tritt bist, bist du aus dem Tritt. Natürlich hat er die große Erfahrung, aber am Ende ist dieser Tag sehr, sehr lang mit den drei von ihm abgeforderten Aufgaben. Und dann Rob Cross ist er ja denkbar knapp mit 8 zu 11 auch gescheitert. Also auch da eine lange Strecke mit langer Konzentrationsphase, die dann am Ende nicht mehr ganz so ja, in seinen Spielablauf passt, weil nicht mehr so ganz gewohnt. Ist einfach schon ein paar Monde her, sich da so durchzutanken. Also hat er da Federn gelassen, aber in der Deutlichkeit, wie Rob Cross da eben halt auch die Steigerung hinbekommen hat. Beides absolut erwähnenswert. Hier kommen wir zu den deutschen Teilnehmern oder deutschsprachigen Teilnehmern. Bei dieser European Championship 3 hatten wir ja mit dabei. Vielleicht zuerst zur deutschen Nummer 1, Gabriel Clemens. Erste Runde gegen Damon Hatter, hatten wir vorher gesagt, kniffliges Ding. Vielleicht 50-50. Ja, es war keine schlechte Leistung, auf keinen Fall. Wenn man auch auf den Average schaut von Clemens, der war jetzt am Ende bei 96. Das ist mehr als ordentlich. Aber Kevin, Emmy, wurden wieder da kleinere Fehler bestraft und das ist eigentlich das, was aktuell bei Gaga in den TV-Matches zumindest öfter jetzt vorgekommen ist in den letzten Auftritten. Ja, genau, also es fehlt nicht viel, er ist nicht weit weg, aber macht immer wieder, es ist er, der letztlich die Fehler macht und der Gegner macht weniger Fehler, und hier waren es, glaube ich, einige verpasste Doppel, die ihm dann einfach das gekostet haben, und es ist schade, weil ja, das wäre jetzt nicht unbedingt ein Match gewesen, was er hätte verlieren müssen. Und es fehlt momentan ein bisschen was. Also man hat schon den Eindruck, dass er sich gesteigert hat, dass ihm das jetzt vielleicht auch gut tut. Die Turnier auf Turnier, dass das jetzt wieder mehr für seinen Rhythmus ist, wie er das auch schon mal gesagt hat. Es ist eine gewisse Steigerung da, aber es bleibt halt nach wie vor hängen, dass er nicht derjenige ist, der die Kontrolle bekommt in diesen TV-Matches. Ja, und der derjenige ist, der dem Gegner sein Spiel aufzwingt. Und momentan ist sein Spiel, ja, so wie vielleicht auch ungefähr seine Weltranglistenplatzierung es vielleicht widerspiegelt. Und bis in die Top 20, bis in die Top 16, vielleicht eher das gesagt, fehlt ein bisschen. Und dieses bisschen hat man vielleicht auch in diesem Spiel gegen Damon Hatter gesehen, weil ein Top 16-Spieler hätte das Spiel gewonnen. Dennoch gab es aus deutscher Sicht trotzdem Grund zur Freude, denn am ersten Turniertag hat Florian Hempel bei seinem TV-Debüt Peter Wright mit 6 zu 3 bezwungen. Shorty, ja, das war natürlich ein toller Einstand, ne? Erstes TV-Major-Turnier und dann direkt mal den Weltmeister oder ehemaligen Weltmeister rauszunehmen mit Peter Wright. Wir hatten es vorher gesagt, klar, Wright war der Favorit, aber das war auch die Chance, die Flo da einfach auch genutzt hat, ne? Also er hat von vorne weg seine Chancen da in diesem Spiel genommen, auf seine Seite gezogen und dann am Ende auch verdient, irgendwie 6 zu 3 gewonnen, oder wie siehst du das?
Ja, eigentlich ziemlich genau so. Also keiner kann ahnen, dass Peter Wright da mit Soundfehlern auf die Bühne kommt, dass er da schon zum x-ten Mal wieder in irgendeinem Wahn verfällt, dass diese Darts ihm jetzt den Sieg bringen können. Er fängt an, sich immer mehr zu vertüdeln in sich selbst und in seinen Ideen, immer wieder mit neuem Equipment Turniere gewinnen zu wollen oder auch Spiele gewinnen zu wollen. Und Flo hat das ziemlich schnell bemerkt, dass er mit diesen Darts, die er sich dann für den Tag ausgesucht hat, eigentlich gar nicht irgendwie quasi in der Nähe von konkurrenzfähig ist und Flo das Spiel wirklich auf seine Seite ziehen kann, ohne da jetzt wirklich in Schwierigkeiten zu geraten. Und das war einfach auch toll, da zu sehen, dass wir den Reifeprozess so mehr oder minder so durchgesickert ist durch all die Protagonisten, die da rumrennen, dass wir auch in der Lage sind, jetzt mal Spiele für uns dann zu entscheiden, wenn wir merken, der Gegner ist heute nicht drauf. Wir hören auf, in Ehrfurcht zu erstarren und warten darauf, dass die agieren, sondern wir fangen jetzt selber langsam mal an zu agieren und die Spiele in die unsere Richtung zu sehen. Und das hat Flo gut hinbekommen. Wir haben uns das ja gewünscht, oder ich zumindest, dreimal aus Bremer Recht kommt, weil jeder dritte Mal hintereinander in der ersten Runde raus, Peter. Und da bin ich erhört worden. Aber auch tolle Leistung von Florian auf jeden Fall. Ich denke, entscheidend war hier dann auch die erste Session, wie er ihm dann die ersten drei Legs wegnimmt und da dann 97, 85, 68 diese Finishes wegmacht, später dann auch noch eine 76 checkt, sich dann auch nicht aus der Ruhe bringen lässt, als er dann doch mal doppelt verpasst und es dann aber auch zu Ende spielt. Wright hat gar nicht so schlecht gespielt, man hat aber, denke ich, trotzdem gemerkt, dass da einfach gerade Dinge versucht werden und natürlich erwischt man sich dann als Beobachter immer wieder, wie man dann so sagt, hey, was macht denn der da eigentlich, der Peter Wright, wo soll das hinführen? Es gibt doch ein paar Sets, die für ihn gut funktionieren, vor allem das eine. Und dann nimm doch das und ja, aber Florian Hempel hat das auch genutzt und hat ein gutes Spiel gemacht, weil wenn er die Chancen nicht nutzt, dann kann das genau andersrum eben auch ausgehen. Auf jeden Fall ein starkes Zeichen von Florian Hempel beim Debüt direkt erfolgreich zu sein. Dann ging es in der zweiten Runde gegen Menzo Sulevic bei seinem Heimspiel. Sulevic hatte in der ersten Runde gegen Adam Hunt eigentlich gar keine Probleme, das hat er ganz souverän nach Hause gebracht und dann wurde die zweite Runde oder das Achtelfinale in dem Fall vom Spiel Sulevic gegen Hempel abgeschlossen. Das war das letzte Match, also dieser Session am Samstagabend. Und am Ende gewinnt Sulevic mit 10-9 im Decider. Kevin, das war am Ende nochmal sehr, sehr knapp, denn Hempel ist nochmal aufgekommen und ja, Menzo Sulevic ist irgendwie mit dem letzten Dart über die Ziellinie gekrochen, sag ich mal. Hempel hätte da auch mit einem machbaren Finish gewartet. Viele haben nicht mehr mit gerechnet, dass Sulevic den letzten Dart macht. Sie steckten eigentlich nicht so gut für ihn von der Position her im Dartboard, die ersten beiden Pfeile. Aber er hat ihn trotzdem verwandelt, aber dennoch hat sich da auch Flo wieder teuer verkauft. Und vielleicht hat hier auch die Erfahrung dann eben von Sulevic dann am Ende den Aufschlag gegeben. Ja, es war ein Match, wo ich schon fand, dass beide Spieler nicht unbedingt das gespielt haben, was sie spielen können. Sowohl Menzo Sulevic als auch Florian Hempel. Hempel ist immer wieder dran geblieben. Er hat es immer wieder geschafft, dass Menzo sich nicht zu weit absetzt. Und es ist einfach ein interessantes Spiel gewesen. Ich glaube, das Publikum hat schon auch seinen Einfluss gehabt, das österreichische. Und ja, Menzo hat dann das gezeigt, was er in den letzten Jahren immer wieder gehabt hat. Dieses über die Ziellinie kommen. Dieses Matches fertig spielen, das war für ihn ein Problem, das ist nichts Neues, da verändert sich dann auch der Wurf, da beginnt er dann wieder, sich dann, da fällt er dann fast vorne über, und solche Dinge passieren dann wieder und ja, ich glaube schon, dass es eine ausgelassene Chance für Florian Hempel war, aber es ist natürlich auch eine Erfahrung, ne? Wenn dann da das Publikum entsprechend gegen dich ist und so weiter. Das wird er vielleicht aus dem Handball schon kennen, aber aus dem Dart vielleicht so noch nicht, also mit Sicherheit noch nicht. Und ich denke, er hat das Beste draus gemacht. Es war ein Spiel, was vor allem von seiner Spannung gelebt hat. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und Menzo dann am Schluss irgendwie noch weitergekommen. Und dann haben ja manche Kollegen aus England schon wieder von der Menzo-Mania getwittert, wo ich dann halt auch gesagt habe, das ist viel zu früh. Also klar, es geht bei Menzo wieder in die richtige Richtung, aber es gibt immer noch ein paar Dinge, die da sitzen, auch bei ihm im Kopf. Und dazu gehört halt auch das Fertigspielen, weil das
geht nicht oft gut in solchen Situationen. Und das war dann ja auch ein Problem im Viertelfinale gegen Joe Cullen. Da musste er zwar nichts fertig spielen, aber auch da war er nicht derjenige, der dem Spiel in der entscheidenden Phase noch seinen Stempel aufdrücken konnte. Genau, Cullen gewinnt dann mit 10-7, du hast angesprochen, im Viertelfinale gefühlt Sulovic da irgendwie das Maximum aus dem Turnier auch rausgeholt. Cullen dann im Halbfinale wiederum eingebrochen, wir hatten es gerade schon angesprochen. Ja, dann würde ich sagen, gar nicht mehr so viel mehr zu den European Championship, nur kurz die Frage an euch, Van Gerven gegen Price, war das bisher für euch das Match des Jahres oder kommt ihr spontan auf ein anderes Spiel, was euch besser gefallen hat bisher in diesem Jahr? Puh. Das ist natürlich eine gute Frage. Nee, ich glaube, mir fällt jetzt spontan nicht unbedingt was Besseres ein. Also das war schon Wahnsinn, was da passiert ist. Und zwei Spieler, die es dann doch schaffen, alle Nebengeräusche auszublenden und ein großartiges Level an den Tag zu legen. Und dass dann Van Gerven es doch mal wieder schafft, an solchen Erfolg zu landen und die Art und Weise, ne, das war schon Wahnsinn. Aber man hat natürlich einfach auch gesehen, ein so ein Spiel macht halt, also lässt sich noch nicht das Turnier gewinnen, ne? Aber es war absolut sehenswert und ein Wahnsinnsmatch, wo du dann halt so denkst, okay, das ist doch ein ganz anderer Sport als das, was wir da sonst zu sehen bekommen. Ja und nein, also ich habe auch Bock auf Price gegen Clayton, also diese 10-9-Nummer jetzt nochmal gerade ganz aktuell war schon klasse, das Spiel davor war auch klasse, beide Male mit dem besseren Ende für den vermeintlichen Underdog, also der eine Nummer 1 der Welt, aktueller Weltmeister, der andere vielleicht aktuell der beste Spieler, also ist auch ein tolles Duo, was mich also in letzter Zeit fasziniert, aber es sind immer wieder wunderbare Spiele, die da abgeliefert werden. Und ja, klar, bin ich dabei, dass es ein geiles Spiel war zwischen Van Gerven und Price, aber mein Favorit bis jetzt, so was ich so sehen konnte, und auch die Lässigkeit und diese Siegesgewissheit, der Body Language, irgendwie passt alles auf den Punkt, finde ich einfach sehr, sehr imponierend, Johnny Clayton zurzeit. Also, ja, also das ist für mich so bis jetzt das Beste, was ich gesehen hatte. Clayton gegen Price, 10-9. Ja, Clayton war ja bei den European Championship nicht dabei. Er konnte sich da, ja, warum auch immer, das kann man fast gar nicht verstehen, warum. Aber er war halt nicht qualifiziert. Er hat zweimal auf der European Tour sein erstes Spiel verloren. Im Nachhinein echt Wahnsinn, dass er das nicht geschafft hat. Vor allem gegen Spieler wie Smith Neal. Ja, das ist schon echt super interessant, was manchmal diese Dartwelt uns da an Ergebnissen beschert. Dann würde ich sagen, machen wir den Haken hinter der European Championship in Salzburg, gewonnen von Rob Cross. Dann ging es ja auch direkt weiter, muss man sagen. Also viele Spieler sind dann ja direkt rübergeflogen, denn am Montag wurde dann in Barnsley der World Series of Darts Finals Qualifier ausgetragen. Da will ich jetzt auch eigentlich gar nicht so drauf eingehen. Das hat auch kein deutscher Spieler da geschafft, sich zu qualifizieren. Von Hempel hat es dann noch am weitesten geschafft, aber am Ende auch nicht die Quali erreichen können, was auch nicht jetzt so dramatisch ist. Bekanntlicherweise sind die World Series Finals jetzt nicht das Premium-Turnier im PDC-Kalender. Aber dann ab Dienstag ging es dann zur Sache. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und auch am Freitag wurden nochmal 4 Player Championships ausgetragen. In diesem Jahr vor allen Dingen sehr, sehr viel wert in Form der Super Series. Und da würde ich sagen, geben wir jetzt nochmal die Turniere durch. Es ging los, am Dienstag wurde das Turnier gewonnen von Dimitri Vandenberg, der das Finale gegen einen gewissen Adrian Lewis gewonnen hat, Kevin. Wir sprechen ja so oft über Adrian Lewis hier, wo wir sagen, er hat uns wieder Anzeichen gegeben, dass er zurück ist. Dann sagen wir, oh, is this the old, the new Adrian Lewis? Kam schon auch irgendwie aus dem Nichts, muss ich ehrlich sagen, dass er da mal wieder das Finale erreicht. Ja, Adrian Lewis hat zum ersten Mal seit 2,5 Jahren wieder ein Endspiel erreicht. Und das nicht so glatt wie sein Finalgegner. Der musste da schon ein paar Spiele 6-5 gewinnen, aber hat das gut gemacht. Und da waren dann auch einige starke Leistungen mit dabei, auch die Partie gegen Michael Smith. Ja, und dann führt er 4-0 im Finale und bringt es halt nicht nach Hause. Und da hat man dann schon gemerkt, wo es dann irgendwie noch hapert. Auch wenn Dimitri Vandenberg sehr, sehr stark zurückgekommen ist. Aber Adrian Lewis hat dann auch ein bisschen von seinem
Fokus und von seiner Treffsicherheit verloren und hat dann das entsprechend noch abgegeben, hat dann ja auch nur noch ein Leg gewinnen können. Es ist natürlich, es ist ein Schritt in die richtige Richtung wieder gewesen für ihn. Und ja, jetzt geht es halt dann drum, auch im TV demnächst, wenn er die Gelegenheiten bekommt, Players Championship Finals, WM, dann wieder zu zeigen, wo er eigentlich hingehört. Aber der Weg ist weit und ob er tatsächlich wirklich all das verstanden hat, was falsch läuft und dann in der Lage ist, konstant das wieder umzusetzen und seinem Talent dann auch Rechnung tragen zu können, das steht für mich halt nach wie vor in den Sternen. Er wird bei der WM mit dabei sein, das ist klar, aber wahrscheinlich nicht als Gesetzter. Circa 7000 Pfund hat er aktuell Rückstand auf Kim Heibrechts. Wenn man dessen Form anschaut, wenn ich die vergleiche, würde ich ja sagen, das schafft er nicht mehr. Dazwischen liegt noch Daros Labanauskas und von hinten kommen auch noch Spieler wie Ross Smith und Kellen Ruiz. Also das wird wahrscheinlich so sein, dass er über die Pro Tour da durchkommt. Da ist er mehr als safe. Also wir werden Adrian Lewis definitiv auf der WM-Bühne im Ali Pelli erleben, aber eben als nicht als Gesetzter. Und das bedeutet ja auch, dass er das schon früh auf ja, starke Sätze dann in der zweiten Runde vielleicht treffen kann. Deswegen mal sehen, wo die Reise beim Jackpot dann hingeht. Er wird wahrscheinlich hoffen, dass er auf Durant trifft. Ja gut, Als. das werden einige hoffen, ne? Zumindest in der zweiten Naja. Runde. Erstmal muss er ein International bekommen. Und das könnte ja zum Beispiel Martin Schindler sein, der, Ja. um den Übergang zu finden, am Dienstag im Achtelfinale war. Generell, Wann war er denn nicht im Achtelfinale? richtig, generell, das machen wir gleich als Fazit nochmal, das war schon sehr konstant, also Martin Schindler da an dem Tag, der beste deutschsprachige Spieler. Gehen wir rein in den Mittwoch und sehr erfreulicherweise hat es da Gabriel Clemens mal wieder in ein Pro-Tour-Finale geschafft. Leider müssen wir sagen, hat er es auch mal wieder nicht gewonnen am Ende. Er hat Adam Gafflers geschlagen, Chess Barstow, Nathan Espinel, Steve Brown hat er auch bezwungen. Dann Martin Schindler hat er zwischendurch noch besiegt, obwohl Martin da Matchstarts hatte. Also eigentlich sah da Clemens wie der Verlierer aus. Und dann ein super Halbfinale gegen Chris Doby. Ja, dann ging es im Finale gegen Kellen Ruiz. Und ich dachte, das macht er heute. Weil in den Tag habe ich das Gefühl gehabt, das ist jetzt der Tag von Gaga, weil das war nicht so ein Tag, wo er super überragend durchgekommen ist. Das war so ein Tag, er hat die Spiele gewonnen. Zwischendurch super Darts gespielt, wie ein Halbfinale gegen Chris Doby. Aber ich dachte, okay, das ist so ein Tag, da so ein bisschen durchgewurschtelt, dann am Ende ein bisschen aufgedreht. Jetzt, das ist es. Und Kellen Ruiz ist ein Finalgegner, den kann man mal bezwingen. Klar, hat er auch dieses Jahr schon mal gewonnen. Aber dachte ich, den hat er eigentlich. Und auch im Spielverlauf, ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht, Kevin, es war wahrscheinlich das Finale, was er hätte am ehesten seiner bisherigen Finals hätte gewinnen können. Vielleicht sogar müssen. Ja, also es war ein Tag, an dem ich natürlich dann die Ergebnisse verfolgt habe, wo ich aber auch nicht für Berichterstattung eingeteilt war. Aber als ich dann gesehen habe, was Gaga da liefert, habe ich mir dann den Stream eingeschaltet und dachte, ich habe auch gedacht, historischer Moment, der zweite deutsche Spieler, der es schaffen wird, ein PDC Pro Tour Turnier zu gewinnen. Und dann ist er 3-0 vorne. Und ja, lädt danach Ritz aber ein, ins Spiel wieder zurückzukommen, verpasst immer wieder auch Chancen und dann nicht nur welche, wo er dann mal eben einen Dart kriegt, sondern auch welche, wo er dann mal drei kriegt. Ein Finale, das auch von seiner Spannung gelebt hat und wo Gaga immer wieder auch starke Momente hatte, aber einfach zu viel hat liegen lassen. Und da habe ich mich dann schon auch ertappt, mir die Frage zu stellen, wann denn? Also, wann, wenn nicht heute? Und wie kann er es schaffen, das nicht irgendwie in seinen Kopf zu bekommen, dass er jetzt fünf oder sechs Finals bei der PDC gespielt hat und es nicht geschafft hat und dann an diesem Tag halt der Gegner auch ihm einiges angeboten hat? Also, das sehe ich schon auch als verpasste Chance und als, ja, auch bittere Niederlage. Also er hat ja auch schon gegen Gary Anderson mal ein Finale verloren, gegen Peter Wright das dann mal nicht geschafft beim German Masters. Aber das war nochmal ein anderes Finale, auch mit diesem Verlauf, dass er dann 3-0 vorne war. Das, ja, da habe ich mit ihm durchaus gelitten. Ich meine, wir wissen ja, wie Gaga mit solchen Sachen umgeht und wie schnell er dann Sachen auch abhaken kann. Aber selbst bei ihm fragte ich mich dann, ob das dann jetzt noch so einfach geht, das alles immer dann sofort wieder wegzuschieben.
Shorty, wie schwierig ist das jetzt? Gut, es ist ein paar Tage schon wieder her, neue Turniere, man kommt auf der Tour halt sehr schnell die Chancen, es wieder besser zu machen, aber trotzdem, wie schwer ist das jetzt für Gaga, das, ja, einfach wirklich, wie Kevin sagt, zu schaffen, dass er es nicht in seinen Kopf festsetzt, also diese Blockade, diese letzte Hürde, die er dann irgendwie nochmal irgendwie gehen muss, wie schwierig ist das aus dem Kopf rauszukriegen? Ja, gar nicht erst reinzulassen ist die Schwierigkeit, weil meistens denkst du da selber nicht drüber nach, sondern die werden von außen rangebracht, diese Ideen, dass man auf einmal eine Serie findet, in der man 8 Spiele hintereinander verloren hat, macht man sich selber vielleicht so sekundär den Gedanken, Mensch, ich muss hier mal langsam umboxen. Man stellt sich das für sich selbst immer positiver dar als die ganzen anderen Leute, die daraus irgendwie eine Sensation oder eine Geschichte machen. Gaga ist jetzt wieder zum 8. Mal hintereinander an Radheiski gescheitert. So, und da ist auch wieder so eine Aussage, jetzt gerade in den aktuellen Dingern, wo man dann auch sagt, ja, aber er ist immerhin in der Lage, gegen den Kerl 8 Mal anzutreten, der ist Nummer 13 in der Welt. Das heißt, es sind TV-Turniere, ständig ist Gaga der Dauergast und irgendwann wird auch dieser Knoten platzen. Bis jetzt sehen wir ihn an einem Langzeitplan tüfteln und er hat stetige Verbesserungen und konstante Momente. So, und jetzt haben wir einen wirklich engen Restkalender, da können Karrieren ganz durchgereicht werden, so wie wir es gesehen haben. Oder wie wir es jetzt auch gerade gesehen haben, wie man das abwehrt durch Rob Cross, indem man mal wieder ein Highlight setzt oder bestätigt. Aber in diesen Zeiten jetzt irgendwie irgendwelche Sachen heranzuziehen, ich lasse Gaga da einfach in Ruhe weiter werkeln. Das wird irgendwann wird dieser Zeitpunkt kommen, der Point of No Return, wo auch er sich nicht mehr weigern kann und so ein Finale einfach mal mitnimmt und gewinnt. Aber ich habe da keine Ungeduld in mir, sondern eher eine Spannung, wann das soweit ist. Also bis hierhin ist Gaga für mich immer noch sehr, sehr gut und sehr stabil unterwegs. Und ja, irgendwann vielleicht in dem Endspurt vor der WM wird er auch noch seinen guten Moment erleben, um eben stark bei der WM dann zu sein. Trotzdem finde ich es auch bemerkenswert, dass er eigentlich aktuell ja nicht in der absoluten Topform ist. Also immer noch nicht. Also ich glaube, das war jetzt besser die letzten Wochen und viele haben ja gesagt, ja, irgendwie so die Form ist nicht ganz so, da haben wir ja auch gesagt und ich glaube, da stehe ich auch zu, dass wir das so gesagt haben und das sehe ich auch so. Trotzdem holt er ja unglaublich viel raus. Also er am Preisgeld schafft er es ja trotzdem auf der Pro Tour die Spiele zu gewinnen und das ist ja auch... Und gesetzt zu sein, ja. Ja, sehr hoch jetzt gesetzt zu sein. Also er wird jetzt wahrscheinlich auch wieder um die 16 gesetzt zu sein und wenn es gut läuft, schafft er es vielleicht sogar am Ende der Pro Tour dieses Jahr unter den Top 16 zu stehen. Das wäre natürlich auch für die Upin Tour nächstes Jahr eine wichtige Geschichte. Das jetzt aber nur nebenbei. Muss man abwarten. Ne? Das sind noch mal 3 Turniere jetzt. Er wird auch wieder ja, bei den Players Championship Finals super hochgesetzt sein. Das heißt, da geht er auch erstmal den ganz großen Namen erstmal aus dem Weg. Klar muss man schauen, wie es am Ende dann wirklich aussieht. Aber ja, trotzdem glaube ich, dass einfach der Weg, wie Shorty schon sagt, stimmt schon, ne? Aber klar, irgendwann fragen wir uns, oder alle fragen sich natürlich, dieser letzte Schritt, wann geht man den? Und ja, hoffen wir, dass es dann vielleicht dieses Jahr noch ist, oder wenn nicht, dann spätestens im nächsten Jahr. Der hat ja so einige Sachen gerissen, erster Deutscher im Achtelfinale bei der WM und so weiter. Das hat bisher vorher noch keiner geschafft. Ja, natürlich. Man muss da auch immer vorsichtig sein mit den Relationen und so weiter. Aber man weiß einfach auch, was er für ein Potenzial hat. Und ja, also ich möchte auch nicht den Eindruck vermitteln, dass ich ungeduldig werde. Ne? Aber ich denke, man darf dann schon auch sagen, dass er mal besser gespielt hat oder so. Aber ich finde es genauso beeindruckend, wie er es schafft, mit dem, was er gerade ans Board bringt, einiges rauszuholen und dann jetzt wieder ins Finale zu kommen und immer wieder auch auf dem Floor dann entsprechende Ergebnisse zu holen. Das ist ganz wichtig. Das ist der Unterbau für alles, was dann sonst kommt, auf jeden Fall. Es ist halt jetzt dann die Geschichte, dass dann auch mal wieder im TV ein bisschen mehr auf die großen Bühnen dieser Welt zu bringen. Ne? Und wenn du ein Spieler bist, der on the verge ist zu den Top 20, zu den Top 16, dann, ja, und diese Entwicklung gemacht hast, dann darf man, finde ich, auch die Dinge ansprechen, die vielleicht aktuell noch fehlen. Und das ist halt dieser Titel. Ne? Um ihn rum haben sie es alle schon geschafft. Die Ryan Searles und Ross Smiths und ne, all diese Leute. Und er ist definitiv mal dran. Um das nochmal zu unterstreichen, aktuell ist er Nummer 16 der Players Championship Order of Merit, was ja auch
ja, zeigt, dass er eine super konstante Tour auch spielt in Super Series 7. Da war er jetzt der siebtbeste Spieler. Also das sind natürlich trotzdem Traumzahlen. Ne? Also ja, da befindet man sich schon in super Sphären. Und auch, wenn jetzt ein Chris Mason sagt, wiederholt sagt bei jedem TV-Turnier, ja, er stagniert. Gut, er hat jetzt viele Erstrundenspiele verloren im TV, das stimmt. Und ich denke auch, dass man immer aufpassen muss, dass man bei den Gegnern nicht das auslöst, okay, im TV gegen Clemens, da habe ich keine Angst mehr. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass das nicht bei den Spielern dann vielleicht so ankommt. Aber generell, der Weg stimmt seit Jahren jetzt eigentlich, muss man sagen. Jo. Ja. Dann würde ich sagen, nächstes Turnier, da können wir ein bisschen schneller drüber gehen, weil es aus deutscher Sicht da jetzt nicht ganz so krass war, trotzdem auch nicht schlecht. Rob Cross hat den Schwung mitgenommen aus Amsterdam, aus Salzburg, sorry. Auch wenn da vielleicht eine Kritik aufkam über diesen Satz von uns. Ich habe ihn da geschrieben an dem Tag. Ich bin schon der Meinung, dass Rob Cross den Schwung mitgenommen hat aus Salzburg, sage ich schon wieder Amsterdam. Das kommt mal durcheinander. Salzburg war in der European Championship. Da ist er angereist nach Barnsley und hat dann sein Turnier gewonnen. Ne? Also hat ein Players Championship gewonnen, was auch sehr, sehr lange her ist, dass er das zum letzten Mal getan hat. Im Finale gegen Ryan Searle war er da erfolgreich. An dem Tag dann Drittrunden Niederlagen oder Einzüge, wie man es auch formulieren mag, für Roger Rodriguez, Martin Schindler und Gabriel Clemens. Also auch da eine geschlossene mannschaftliche deutschsprachige Leistung, wenn man so mag. Und Rob Cross ja dann auch zu dem Zeitpunkt in 9 von 16 Spielen, die er in den 3 Tagen gemacht hat, einen dreistelligen Average gespielt. Also das ist ja dann schon auch eine Ansage gewesen. Also es geht ja dann nicht nur um dieses eine Turnier. Ist schon stark. Dann und Cross war davor in den Super Series, finde ich, relativ weit weg davon, so einen Titel dann mal einzufahren. Und das war jetzt schon auch recht souverän, wie er diesen Sieg dann geholt hat. Und ja, das wird ihm nochmal mehr Auftrieb geben und war ein gutes Signal, nur 4 Tage nach diesem European Championship-Titel dann direkt nochmal nachzulegen, auf jeden Fall. Das absolut, Rob Cross am Donnerstag der Sieger. Und dann gab es am Freitag noch den Abschluss, das Players Championship-Turnier Nummer 27. Und das war der große Tag, würde ich fast sagen, von Florian Hempel mit dem so wichtigen Run. Also es hat sich ja die Tage davor schon angedeutet, dass Florian Hempel echt in guter Form ist. Hatte auch einige starke Matches abgeliefert. Dann aber natürlich als Ungesetzter auch früh gegen große Namen dann getroffen. Leider auch ein 5-2 gegen James Wade einmal nicht über die Ziellinie bringen können. Mit 106 in der ersten Runde auch verloren, 1-2 Tage davor. Und dann gegen wen hat er denn da gespielt? Glaube ich, 2. Runde, jemand, der dann in den letzten 4 Legs 3-mal nach 9 Darts unter 100 stand. Und Woodhouse. Look Woodhouse von jetzt auf gleich. Also so viel Pech. Ich habe das gesehen und gedacht, das gibt's ja überhaupt gar nicht, dass er da nicht, also dass da plötzlich der Gegner so völlig explodiert. Das war schon Wahnsinn. Aber ja, Halbfinaleinzug an dem Tag. Auch einmal im Viertelfinale in 1-4 gedreht. So geht's. Genau in die Richtung. Und das hat er gebraucht, um jetzt wieder absolut im Gespräch zu sein für die direkte WM-Teilnahme. Genau, Sieger gegen Adrian Lewis, Andy Hamilton, Scott Waits, Danny Baggish und wie von dir angesprochen gegen Nathan Aspinall im Halbfinale dann, da war die Luft gegen Michael Smith ein bisschen raus. Der gewinnt dann auch am Ende das Turnier, in dem er Ross Smith im Finale schlägt. Martin Schindler war wieder im Achtelfinale, Gabriel Clemens und Mensur Sulovic in Runde 3. Max Hopp auch. Max Hopp ebenfalls auch, den wollte ich gleich nochmal gesondert besprechen, aber der war auch in Runde 3. Ja, und damit, wie Kevin schon gesagt hat, das wollten wir jetzt auch noch machen, den Status Quo der WM-Quali mal ein bisschen durchgehen. Also Florian Hempel wäre jetzt aktuell durch diesen Halbfinaleinzug provisorisch für die WM qualifiziert. Er ist aktuell die Nummer 29 in der Liste der Spieler, die es noch nicht über die große Order of Merit geschafft haben oder schaffen werden, sondern über die Pro Tour. Da hat er aktuell 12.500 Pfund. Und damit aktuell 1.500 Vorsprung auf den ersten Nicht-Qualifizierten. Das wäre der Pole Krzysztof Kaczuk. Wie gesagt, die 3 Players Championships, die jetzt noch folgen, die zählen dann damit rein. Er hat einen kleinen Vorsprung. Was für ihn spricht Kevin, ist auf jeden Fall die Form, denke ich. Ja, definitiv. Und auch das Selbstvertrauen
von seinem TV-Debüt, von diesem Halbfinale, das er da jetzt erreicht hat, dass er einfach merkt, ich komme da immer besser rein, es gibt nicht viele Störgeräusche, wenn ich verliere, dann muss der Gegner schon sehr, sehr gut spielen, um mich zu schlagen. Und ich glaube auch nicht, dass Florian Hempel derjenige ist, der gefährdet ist, jetzt das Rechnen anzufangen. Also wir machen das ja schon, ne? Das muss man ja ganz klar sagen und das ist ja auch okay. Und es gibt ja dann auch Experten, die dann diese Dinge berechnen und die dann halt sagen, dass etwa 13.250 Pfund letztlich reichen werden, um sich für die WM direkt zu qualifizieren. Das würde bedeuten, dass Florian Hempel noch zwei Spiele gewinnen müsste. Man muss aber auch ja sehen, dass ein Martin Schindler sich zum Beispiel nicht über diese Top 32 der Pro Tour qualifizieren wird, auch wenn er drin steht, sondern diesen Super League-Platz kriegen wird und einnehmen muss. Das bedeutet, dass am Ende auch die Nummer 33 letztlich da dann reinkommt, so wie ich das jetzt hier sehe. Und ja, Genau. also es ist jetzt halt die Frage, ne? Je mehr Spiele er gewinnt, desto mehr sichert er das Ding ab. Ich würde mal sagen, ein Sieg sollte reichen, aber wir haben auch überhaupt nichts dagegen und damit rechne ich auch, dass diese Zitterei, glaube ich, dass die gar nicht losgeht. Also ich glaube schon, dass Florian relativ bald diesen einen Sieg holt, vielleicht auch noch einen zweiten und er ist in einer sehr, sehr guten Position und ich sehe ihn auch nicht mental so gefährdet, dass er da jetzt das Grübeln anfängt. Es gibt andere. Bei einem Rusty Jake Rodriguez bin ich sehr gespannt, wie er das jetzt verpackt, wenn er da in dieses Development-Tour-Wochenende geht, in 5, 6 Tagen, 5 Tagen, wo er als klarer Spitzenreiter reingeht und eigentlich nur verlieren kann und jetzt aktuell auch seine Formkurve wieder nach unten zeigt. Jetzt lasse ich mich ablenken, Entschuldigung. Florian Hempel, sehr, sehr gute Chancen, sich zu qualifizieren und ja, also ich habe da schon ein bisschen den Haken hinter, sollte man vielleicht noch nicht, aber ich traue ihm das absolut zu. Ja, für den Flo geht es ja auch noch um die Quali für die Players Championship Finals, ne? Also das darf man nicht vergessen, leider 2000 Pfund Rückstand. Das fragt man sich, wie kann das sein? Ja, WM qualifiziert, aber Players Championship Finals nicht. Diese Pro Tour hat mit der 10 natürlich eben auch die European Tours drin. Und da hat er zweimal die zweite Runde erreicht, macht ergo 4000 Pfund. Und die kommen ihm da sehr zugute. Er wäre ja auch beim dritten Event noch dabei gewesen, wo ich lange dachte, das könnte teuer werden, dass er das dieses Jahr nicht spielen darf quasi. Aber das darf er dann nächstes Jahr spielen und wie es so aussieht, braucht er das gar nicht für die WM-Quali. Und ich denke auch, dass ein, zwei Siege das absichern sollten. Aber er ist halt auch umgesetzt. Ne? Er kann natürlich theoretisch jeden Tag auf Johnny Clayton in jeweils in der ersten Runde treffen. Also ja, man darf das nicht unterschätzen. Und ja, Runs können immer von allen gestartet werden. Deswegen, aber glaube ich auch, wie du schon sagst, dass der Flo schaut da schon drauf. Also er guckt sich diese Listen da schon an. Das ist einer, der da schon auch guckt, aber was das in seinem Kopf macht, glaube ich, das ja, wird zumindest nicht negativ Nein. sein. Also Clemens über die Weltrangliste, Schindler über die Super League und wahrscheinlich Hempel über die Pro Tour. Das ist der aktuelle deutsche Stand. Suljovic über die Weltrangliste und die beiden Rodriguez-Brüder auch sehr sicher über die Pro Tour. Das erste Mal, dass Rusty Jake Rodriguez entsprechend für eine WM qualifiziert wäre. Wovon ich eben gesprochen habe, war dann, dass es für Rusty auch noch um die Tourkarte geht, die er sich über die Development Tour für Spieler zwischen 16 und 23 holen könnte, wo er klarer Spitzenreiter letzten Endes ist. Und da jetzt aber ja die Formkurve schon in letzter Zeit dann ein bisschen nach unten gezeigt hat, und da bin ich sehr gespannt, wie es da bei ihm weitergehen wird. Ansonsten fehlen auch in dieser Woche zwei deutsche Spieler, die nicht an den Players Championships teilnehmen, wo man vielleicht auch bezweifeln kann, dass die Ende November beim PDPA Qualifier spielen. Das sind Robert Marjanovic und Michael Unterbuchner. Somit ist Max Hopp der einzige, über den man dann vielleicht noch sprechen kann. Aktuell, glaube ich, bei 9.000 Pfund in der entsprechenden Rangliste. Was sagt die Suche? 9.000, genau. Das heißt, der müsste jetzt in den nächsten Tagen zwischen 3.000 und 4.000 Pfund wahrscheinlich machen,
damit es dann noch funktioniert. Du hast eben schon gesagt, Marvin, ein Run kann man immer landen. Das ist allerdings natürlich bei dem, was Max in diesem Jahr wieder erfahren ist, nicht so wahrscheinlich. Ja, muss man wohl so sagen. Also möchte auch gerne mal appreciaten, was Martin Schindler für ein starkes Jahr spielt. Das ist ihm vielleicht ein bisschen untergegangen. Also brutal konstant, was der Kerl da aktuell spielt. Shorty, da können wir auch ruhig nochmal lobende Worte finden, denke ich, ne? Also diesen Reset-Knopf, den er gedrückt hat, durch den Verlust der Tourkarte direkt korrigiert in der Q-School und dann dieses Jahr, ja, ist an der Bank auf der Pro-Tour, muss man sagen. Ja, ganz genau. Und das ist auch dieser Quantensprung oder dieses, ja, auf der Wärmeplatte quasi hat er sich warm gehalten, hat Challenge Tour, hat alles Mögliche ausprobiert und hat dann sehr früh im Jahr die Super League gewonnen und darauf wirklich eine konstante Angriffslustigkeit entwickelt und immer wieder tolle Ergebnisse. Also ja, Martin Schindler, total positiv. Wir haben lange darauf gewartet und ja, ich freue mich sehr, dass er jetzt alles so in seinem Privatleben und alles um ihn so jetzt mal für ihn läuft. Es läuft Großhändler und er zeigt es mit guten Leistungen. Also da bin ich auch noch sehr gespannt drauf, wie das da weitergeht. Aber das ist also alles noch ein bisschen Zukunftsmelodie. Ich glaube auch, dass Max weiterhin eine absolut reelle Chance hat, in so einer Tagesformnummer auch da die 4000 Ditcher, die da noch fehlen, irgendwie zu verkleinern und da seine Chance auch auszuleben. Also die machen alle sehr viel Spaß. An unterschiedlichen Tagen sind wir in der Lage, mittlerweile bei 4 Super Series-Tagen an 4 verschiedenen Tagen jeweils immer irgendeinen aus der Truppe lobend zu erwähnen, weil er wirklich ja, einen super Tag gehabt hat in dieser Serie. Und dieses neue Format, ja, muss man mal sehen, ob sie das vielleicht nicht sogar 2022 noch hält und irgendwie ausbaubar ist, statt nur an den Wochenenden die Dinge dann abzuziehen, eben so eine wochenweise quasi einzubauen. Mal sehen, ob dieses Quali-Format dann oder dieses Ranglistenformat Player Championship da nicht erhalten bleibt und man sich daran gewöhnen muss. Also sie kommen mit immer besseren Ergebnissen und auch Martin Schindler, Hut ab, tolle Leistung, was 2021 angeht, geht der Weg und der Daumen ganz klar nach oben. Also um das vorwegzunehmen, es gab ein Interview mit Matt Porter, wo es auch gehalten, also der Kalender sollte ja auch schon längst raus sein, keine Ahnung, was da jetzt schon wieder schiefgelaufen ist. Sie wollen schon wieder mehr zu den Wochenenden zurück, wollen aber auf Dauer dann schon auch gucken, dass sie wieder, dass sie verstärkt dann auch, weiß ich nicht, 23, 24 mehr in die Wochen gehen, weil sie halt schon auch sagen, dass sie wollen, dass die Spieler Profis sind. Und dann halt auch unter der Woche quasi das als ihren Job letztlich ausüben. Aber für 22 soll auch wieder einiges in die Woche, in die Wochenenden gehen. Auch wenn man dann wieder die Premier League jede Woche spielt, wird das dann natürlich schwierig, den Premier League-Spielern zu erklären, ihr könnt jetzt mal eben die Pro Tour nicht spielen, weil ihr Premier League spielt. Ja, genau. Das war sein Hauptargument. Ich denke, dass das am Anfang des Jahres eh dann noch so sein wird, auch die nächsten Jahre. Weil, wie gesagt, Premier League ist halt dann von Februar bis Mai ist halt eben so. Und da kann man, glaube ich, nur schwer diese Super Series-Formate durchziehen. Klar, diese Qualifier European Tour wird man auf Freitags öfter haben. Das wird hoffentlich dann wieder der Fall sein, wenn wir wieder vermehrt European Tour-Events haben. Ja. Das auf jeden Fall. Es ist auf Genau. jeden Fall spannend. Ne? Es ist jetzt, also da gibt es ja auch andere Spieler, die jetzt total auf der Kippe stehen, was die Tourkarte betrifft. Jelle Klaassen zum Beispiel fällt mir da ein, der dann auch nochmal ein, zwei, wirklich, da habe ich ein paar Spiele von ihm jetzt gesehen, wo ich dachte, krass, dass der jetzt irgendwie an der Kante steht, so, aber ja. Wahnsinn, wie der Druck inzwischen dann auch da ist, wie viele Spieler einfach auch in der Lage sind, da hier dreistellig abzuliefern und dann verlierst du mit einem 106er Average in der ersten Runde oder so. Da ist schon das Niveau sehr hoch und es wird packend, es wird spannend an diesen 3 Tagen definitiv. Da wird es noch ein paar sehr knappe Geschichten vielleicht geben, ne? Und hoffen wir einfach mal, dass kein Deutscher auf der falschen Seite am Ende irgendwie steht. Wie gesagt, auch Max hat natürlich noch alle Möglichkeiten, ganz klar. Aber in 3 Turnieren 4000 und oder mehr zu machen, da muss schon sehr viel gut laufen. An einem Tag ein Finale zu erreichen, könnte es natürlich sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen es schon 2 gute Tage sein, ne? Das ist richtig und noch ist ja auch irgendwie nicht so ganz klar, ob der jetzt auch den PDPA-Qualifier spielen darf, weil die Super Series diesem Jahr ja anders ausgetragen worden ist. In den letzten Jahren war das immer möglich, Super League meinst du? also Super League, ja, mein Gott, Super League Darts Germany, um das mal klar zu machen. Genau, die wurde dieses Jahr ja so ausgetragen, dass das hintereinander weggespielt worden ist, ne? Und nicht mehr
dieses Format, verschiedene Spieltage, verschiedene Wochenenden. Da hat die PDC sich aber auch noch nicht so geäußert. Ne? Also da weiß man nie so genau, dürfen die dann jetzt doch teilnehmen. Das spricht dann auch eben für Marjanovic dasselbe. Ja? Und Steffen Siepmann hat ja theoretisch auch noch die Chance, den hatten wir jetzt auch noch nicht genannt. Der wird seine Tourkarte auch klar verlieren, muss man so sagen. Bei Robi ist er vielleicht auch so ein bisschen im Gespräch, dass er vielleicht, Marjanovic, dass er vielleicht die Tourkarte auch abgibt freiwillig, weil auch die Chancen einfach nicht da sind, die über das nächste Jahr hinauszuhalten. Dasselbe ist eigentlich auch bei Unterbuchner so, obwohl er jetzt zwischendurch schon mal echt wieder ordentlich gespielt hat. Ja. Muss man abwarten. Und dann habe ich noch eine Geschichte. Er hat bei uns im Podcast gesagt, jetzt verkaufen das andere als sensationelle Neuigkeit. Martin Schindler, es läuft super, es läuft großartig und jetzt wechselt er den Ausrüster. Ich glaube, das war nicht freiwillig, wenn ich mich erinnere an das, was er da kommuniziert hat. Also da gab es dann wohl auch den Wunsch von Bulls NL, dass man da irgendwie Veränderungen haben möchte. Tja, ist halt jetzt die Frage, wie ihn das beeinflussen wird, was da dann passieren wird. Und wir sehen es ja auch bei Peter Wright, was solche Dinge für Auswirkungen haben können. Und jetzt gerade zur Unzeit, ich weiß es nicht, inwiefern er jetzt, es ist ja dann oft so, dass Spieler dann einfach noch mit ihren Pfeilen dann erstmal weiterspielen und es dauert, bis sie dann bei einem neuen Hersteller erstmal die Darts bekommen. Ich hoffe, dass das bei Martin keinen Knick verursacht, aber das fiel mir gerade auch noch ein. Ja, das hatte ich auch gelesen. Das hat mich auch sehr gewundert, weil das war ja eigentlich klar, dass er Bulls NL verlässt. Das hat er hier, weiß nicht, ob das exklusiv hier gesagt hat, aber es war halt schon mehrere Monate bekannt. Wir haben es halt nicht, ich weiß gar nicht, wir haben nicht wie andere Webseiten eine einzelne News daraus gemacht. Ja, ne? Das stimmt. Deswegen ist das halt so untergegangen vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hätten wir es vielleicht machen sollen, aber genau. Aber man weiß ja auch nicht, was im Hintergrund läuft. Also ich glaube schon, dass da auch schon ungefähr der Weg klar ist. Ich glaube nicht, dass er jetzt ohne irgendwie Dartsponsor da dastehen wird. Der Martin dafür ist eigentlich ein zugefragter Mann, aber ich finde es schon interessant zu gucken, wo da der Weg hingeht. Vielleicht geht auch da der Weg irgendwie Richtung England-Target. Keine Ahnung, fände ich sehr interessant. Wir werden es auf jeden Fall dann auch hier besprechen, wenn wir das wissen. Wichtig noch zu erwähnen, im rechten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, am Freitag ist der Grand Slam Qualifier. Das ist auch noch wichtig, 8 Plätze werden da ausgespielt. Das Teilnehmerfeld steht fast fest. Sag ich mal, aus deutscher Sicht ist aktuell noch keiner mit dabei. Das wird auch so erstmal schwierig. Das wird der Qualifier ja schon hinhalten müssen. Aus österreichischer Sicht auf jeden Fall fix sind Mendel Sulevic und Roberto Rodriguez. Und ja, wenn Rusty das durchsieht auf der Development Tour, wird auch Rusty mit dabei sein. Das heißt, 3 Österreicher werden auch Rekordzahl aus österreichischer Sicht. Wir hatten auch schon mal viele Deutsche mit dabei. Ich meine auch 3. Das müssten dann Schindler, Unterbuchner und Clemens gewesen sein. War das vielleicht ein Jahr? Ja, genau. Ja, ja. Ja. Und Clemens könnte jetzt den Hattrick schaffen, dass er sich 3-mal über den Qualifier durchsetzt. Ja. Martin hat es auch schon mal geschafft. Das erinnere mich an einem Tag, wo er World Youth Championship Finale erreicht hat und danach den Grand Slam Qualifier. Da müssen wir abwarten. Das dann am Freitag, natürlich auch wichtiges Turnier, da wird ordentlich Preiskill ausgespielt. Ja, müssen wir mal abwarten. Das dann am Freitag. Und es gab noch 2 neuen Daten von Madas Rasma in 2 Tagen. In einem hat er den Dart so ein bisschen jongliert, das vielleicht für den Trash am Rande. Ja, dann zum letzten Block würde ich sagen, haben jetzt schon gut 45 Minuten, ein bisschen mehr aufgenommen. Dann machen wir die World Series Finals natürlich auch noch hier mal mit rein. Wie gesagt, ein Turnier, was wir öfter erwähnt haben, was uns jetzt auch nicht so wichtig ist, aber dennoch ein TV-Turnier. Auch da wird natürlich Geld für die Tasche ausgespielt. Auch da werden Grand Slam-Plätze ausgespielt. Ja, und wer hat's gewonnen? Das Frettchen hat's mal wieder gewonnen. Johnny Clayton gewinnt die World Series Finals. Es ist der 4. TV-Titel für Johnny Clayton in diesem Jahr nach dem Masters, der Premier League und dem World Grand Prix. Jetzt auch die World Series Finals, Shorty. Wo soll das noch hinführen mit Johnny Clayton? Ja, ist ein Hammer, oder? Ist ein absoluter Hammer und die Sympathiekurve steht auch noch höher als die von seinem Doppelpartner Gervin Price. Also was für ein Jahr für Johnny Clayton. Jetzt knapp 500.000 verdient. Neben seinem regulären Job ist das wahrscheinlich ein bisschen mehr als Taschengeld. Aber ich bin auch gespannt ein bisschen auf die Nebengeräusche,
wie ernst er das mit seiner normalen Arbeit weiterhin wird, wenn sein Kalender nun voller und voller und voller wird. Weil er ist dann ja jetzt in diesen überall gesetzten Turnieren und wird er nun weiterhin Semi-Pro bleiben oder wird er sich jetzt komplett mal ein paar Jahre darauf konzentrieren und vielleicht seine eigene Firma gründen oder bei seinem Chef anfragen und sagen, hey, ich biete dir eine Teilhaberschaft an, aber ich arbeite nicht mehr von 8 bis 16 Uhr. Das schaffe ich einfach nicht mehr, weil ich auf viel zu vielen Turnieren bin. Also was für eine Geschichte von Johnny Clayton, wie wunderbar der das alles integrieren kann und da in einer Leichtigkeit durch die Gegend saust, ist wirklich phänomenal. Also da habe ich gar nicht genug Worte für. Ich hoffe, Kevin findet noch ein paar. Bei uns in Deutschland würde das Finanzamt, glaube ich, schon vor der Tür stehen und uns ganz dringend auch was abhaben wollen. Wahrscheinlich ist das in England zumindest auch so. Es haben sich einige Trends, finde ich, einfach in diesem Turnier bestätigt. Und einer ist dann halt schon auch, dass Johnny Clayton zur Stelle ist, wenn es drauf ankommt und ja, sich eine gewisse Reife dann auch angeeignet hat. Da waren enge Momente auch an diesem Wochenende dabei. Er dreht ein Viertelfinale gegen Gervin Price, nachdem er 2-7 zurück ist. Okay, bei Price war der Tank irgendwie leer, aber das muss Clayton auch erstmal so spielen. Im Halbfinale hat er immer wieder auch Antworten auf einen nicht unbedingt so schlecht spielenden Michael van Gerven. Van Gerven checkt 170, Clayton macht im Gegenzug 87 auf Bull zu und macht das am Ende 11-6 und das in dieser Deutlichkeit, das musst du auch gegen einen Michael van Gerven, bei dem man schon sagen muss, er wird wieder besser, die Formkurve zeigt nach oben und es ist Wahnsinn, wie der bei den Werten, die er in letzter Zeit auch auf dem Floor gespielt hat, kein Turnier bislang gewonnen hat, bis auf dieses komische World Series Ding in Kopenhagen, aber auch da, Clayton behält die Oberhand und im Endspiel gegen Dimitri Vandenberg eben genauso, immer wieder hat er Lösungen, es steht 6-6, dann spielt er ein Elfter, da zum 8-6, dann checkt er 103, nachdem Vandenberg doppelt verpasst, dann macht er noch 121 zu, also einfach diese Clutch-Moments, wie die Engländer sagen würden, dass er einfach, wenn es drauf ankommt, da ist und nicht nur dann, dass er ein entsprechend hohes Grundniveau da an den Tag legt und leider Gottes jetzt schon wieder einen Titel gewonnen hat, der nicht für die Ranglisten zählt. Ja, aber er ist da und nimmt das ja jetzt auch alles mit und das Selbstvertrauen ist da und er ist vielleicht der Mann der Stunde, aber für mich hat sich auch an diesem Wochenende wieder gezeigt, es ist niemand unangreifbar, auch Gervin Price nicht. Es ist extrem spannend. Bei Michael van Gerven zeigt die Formkurve wieder nach oben. Auch bei Dimitri Vandenberg ist es sehr schön zu sehen, dass er dann doch jetzt wieder ein paar Schrauben gefunden hat, um wieder auf den richtigen Track zu kommen. Bei Christoph Ratajski würde ich gerne mal sehen, dass er ein Halbfinale bei einem großen Turnier erreicht, ohne irgendwie Losglück zu haben. Es tut mir schrecklich leid, aber ich weiß nicht, ob er zuhört, aber ich wollte das nochmal nachgucken. Aber beim Matchplay fand ich jetzt nicht unbedingt, dass er spielerisch so überzeugen konnte und hier jetzt auch nicht. Und dann im Halbfinale, als die Chancen da waren gegen Dimitri Vandenberg, wie viele Doppel er da dann verpasst hat und dann führt er 8-7. Und kriegt es eben auch nicht zu Ende gespielt. Also Ratajski ist die Nummer 13 der Welt, aber im TV hat er für mich noch nicht die Reife, um mal all the way, um mal ganz durchzugehen. Ich würde gerne mal ein Major-Turnier sehen, wo Ratajski mal richtig gefordert ist und das mit entsprechend guten Leistungen dann auch zurückzahlen kann. Wo wir bei der Formkurve sind, würde ich gerne auch noch kurz Kim Heibrechts erwähnen. Finde ich auch sehr schön, dass er wieder zurückkommt. Das hat man auf dem Floor gesehen und das hat man jetzt auch bei diesen World Series Finals gesehen. Da zeigt die Formkurve absolut nach oben. Knappes Ding im Viertelfinale gegen Dimitri verloren. Zwei Landsmänner, die gerade gut drauf sind und es sich ordentlich geben. Das hätte auch andersrum ausgehen können. Gewisse Trends, finde ich, bestätigen sich einfach aktuell. Und für mich wichtig, auch wenn Johnny Clayton jetzt dieses Turnier gewonnen hat, er ist jetzt für mich nicht Favorit, um bei den nächsten Turnieren alles in Grund und Boden zu spielen. Ich habe ihn absolut auf der Rechnung, aber es ist für mich nach wie vor einfach total schön, das zu verfolgen und zu sagen, wer macht es denn diesmal? Und ja, vorhin meine Freundin hat mich vorhin gefragt, wen ich denn als Weltmeister tippen würde. Es hat mich total überfordert. Es war
Ich weiß nicht, ich muss darüber nachdenken. Where's your money on? Und nicht nur eine Stunde, das dauert, das dauert. Ja. Nee, das ist eine super, super spannende Frage. Ich glaube, das kennen wir alle von Leuten, die vielleicht nicht so tief drin sind, die immer fragen, heißt sobald wir der WM, da schauen ja alle wieder zu, auch diejenigen, die nicht so dataffin oder datennerdig sind wie wir. Könnte ich auch keinen Tipp aktuell abgeben, aber dazu dann vielleicht in unserer WM-Vorschau, wenn wir dann wieder in unseren WM-Tipps glänzen, da haben wir doch alle wieder Spaß dran, wenn wir wieder schön in die Scheiße greifen und da falsche Tipps abgeben. Ja. Mir ist nicht ein einziger Fall bekannt. es sind so viele Shorts, dass wir gar nicht mehr wissen, wie viele denn. Ja. Auch da wird irgendwer eine Statistik drüber haben. Ja, genau. Also wenn ihr da über eine Statistik habt, wie viele falsche Tipps wir hier schon abgegeben haben, dann schreibt uns doch bitte. Das würde mich auch sehr interessieren. Das nehmen wir dann gerne auch hier in der nächsten Folge auf und ihr werdet auch namentlich genannt. Das ist klar. Also Shorty dann mit dem Darren Webster Fanshirt und ich mit dem Stephen Bunting wird bei dieser WM mit überhaupt nichts etwas zu tun haben. Schriftzug auf der Brust. Das müssen wir dann in der Vorschau entsprechend bebildern wahrscheinlich. Ja, und ich werde dann wieder sagen, Peter Wright macht's und er macht's dann auch wieder nicht. Das wird auch zum dreimal. Was ist denn da mit, können wir noch ganz kurz über Mervyn King reden? Was war denn da am Freitagabend mit Mervyn King los? Das ist ja unfassbar gewesen. 115, noch was. Dem waren die World Series Finals völlig egal in den letzten Jahren. Und dann hat er sich qualifiziert, hat dann doch mal einen Qualifier gespielt und dann ist wahrscheinlich beim King egal, dann einfach völliges Feuerwerk. Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, war mal zufrieden mit seinem Spiel, ne? Das hat er mal im Interview mal gesagt. Das kommt ja eigentlich gar nicht vor. Ne? Na, das war nicht mal ein A-Game, sagte er immer wieder, na, ich kann noch besser spielen. Ich glaube, da war er endlich mal zufrieden. Hat dann auch in der zweiten Runde gegen mal das Rasmus auch keinen Leck abgegeben. Also der stand nach 2 Tagen bei 12-0 Lecks. Gut, ist dann halt im Viertelfinale gegen Van Gerven raus. Aber sicherlich eine der positiven Überraschungen dieses Turniers, auch Nils Sonnefeld, den hätte ich auch so jetzt nicht über erwartet. Und das führt mich dann aber auch zu Gary Anderson. Den hat er nämlich geschlagen und da muss man jetzt auch schon fragen, Shorty, was ist denn bei den beiden Schotten los? Also Wright hier auch wieder in Runde 1 raus oder Runde 2 in seinem ersten Spiel und auch Gary Anderson, der kommt da gar nicht in die Spur. Muss man sich da große Sorgen machen um die beiden Schotten? Also nicht unbedingt um Wright. Wright kann es dann, denke ich, relativ schnell diese Fehlerquote abstellen, indem er sich tatsächlich auf diese 2-3 Sets Dart stürzt, die ihm tatsächlich auch die große Ruhe und Konstanz für große Titel gegeben haben und da einfach mal so ein bisschen ein Jährchen oder zwei Give it a go gibt. Aber bei Gary sehe ich die Schwierigkeit, dass er die Leichtigkeit seines Daseins eingebüßt hat, dass diese Spiele, die Gary gewinnen kann, mittlerweile so viele Leute performen können und er sehr spät in Tritt kommt, um zu merken, Mann, der ist mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht stärker heute. Und alles, was sich für Gary dann relativ schnell nach Arbeit anfühlt, turnt ihn irgendwie nicht an. Irgendwie hat er so ein bisschen für mich so sein Feuer verloren, da grinsend durchzusurfen und diese Sportart so fucking easy aussehen zu lassen. Das ist irgendwie weg. Und ich weiß nicht, ob Gary nicht auch einfach irgendwie müde ist oder sonst was. Er redet ja nie von Abschied oder aufhören, aber er steht aktuell nicht mit dem Leistungsvermögen da, wo er mal war, sowieso nicht, aber auch nicht da, was heute gefordert wird. Und ob sich Gary das antut, sich jetzt durchreichen zu lassen und dann da irgendwann den Anschluss zu verlieren, das sind jetzt so Fragen, die die nächsten Wochen und Monate interessant machen. Also ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es wird demnächst eine Verlautbarung aus dem Lager Anderson geben, wo man so ein bisschen mal was zeitlich einsortieren kann. Er steht ja noch gut da in der Weltrangliste, dank dem Matchplay-Sieg letztem Jahr und WM-Finalteilnahme in diesem Jahr. Davon zehrt er. Aber klar, Pro Tour ist er, glaube irgendwo auf 70 oder so, zumindest in der Richtung. Also European Tour spielt ja eh nicht, von daher muss man mal schauen. Aber klar, kann man immer auch erwarten bei Anderson, dass er bei der WM dann irgendwie wieder da durchkommt. Ne? Also man weiß ja nie. Beim Flying Scotsman, was hatte ich mir noch notiert, was die World Series Finals angeht? Klar, Gabriel Clemens war auch mit dabei. Er hatte die Wildcard bekommen, hier brauchte sich nicht qualifizieren über den Qualifier. Und deswegen Kevin Böse wegen Ratajskis Losglück, also Clemens in Runde 1 Losglück natürlich schon, das kann man nicht sagen, ne? Also er hat ja auch fast einen 96er Average gespielt, aber doch da waren wieder diese kleinen Fehler drin, die das Match am Ende kosten. Das ist
Es ist ärgerlich, und wie Shorty schon im Verlauf der Sendung gesagt hat, 0 zu 8 gegen den Polen jetzt. Puh, das ist schon, ja, das ist hart. Ja, also Ratajski war halt dann auch derjenige, der es geschafft hat, in den entscheidenden Momenten da zu sein. Der sich auf 4-2 abgesetzt hat, der am Schluss die besseren Scores hatte. Bei Gaga waren dann halt die Scores auch nicht mehr so, wie sie am also gerade in den letzten beiden Legs, wo aus einem 4-3 dann ein 6-3 geworden ist. Und ja, also es ist halt dann, es ist halt schwierig, wenn du dann dem Spiel nicht so richtig deinen Stempel irgendwie aufdrücken kannst. Also Ratajski war jetzt, finde ich, halt aber auch nicht unschlagbar. Also Losglück, ja, gut. Clemens ist natürlich jetzt kein Losglück letztlich, aber er ist jetzt auch keinem Gabriel Clemens auf seinem absoluten Peak begegnet. Gegen Fallon Sherrock, ja, die war auch, glaube ich, nicht auf 100%. Und im Viertelfinale, was haben wir denn da noch? Gegen Nils Sonnefeld, das war von Sonnefeld auch nicht das Oberste aus der Schublade. Also ich finde schon, dass Ratajski jetzt auf seinem Weg ins Halbfinale nicht die größten Steine gehabt hat, um das vielleicht nochmal zu präzisieren. Ah, unterstreiche ich schon. Na, hast du schon recht. Trotzdem hat er da die Grand Slam-Teilnahme auch wieder liegen lassen, ne? Wenn er gewonnen hätte, ja, gegen Vandenberg, wäre er beim Grand Slam dabei gewesen. Joe Cullen wird aufatmen. Obwohl da auch noch was passieren kann, ne? Wenn Killian Ruth zum Beispiel einmal jetzt ein Turnier gewinnt. Ja. Ja. Es war absolut möglich, dass Krzysztof Ratajski hier ins Finale geht. Also mit den vielen verpassten Doppeln und mit der 8-7-Führung, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ja, dann das dazu parallel wurde noch die Development Tour der UK-Variante zu Ende gespielt. Das war sehr spannend bis zum letzten Spiel. Am Ende gewinnt Bradley Brooks diese Serie. Hat damit die Tourcard auf jeden Fall sicher, ist die Frage, ob er sich die vielleicht doch noch über die Rangliste halt behält. Das könnte sein, weil er jetzt ja auch automatisch für die WM qualifiziert ist. Grand Slam war eh dabei durch seinen Jugend-WM-Titel aus dem letzten Jahr. Da rückt dann Nathan Rafferty jetzt nach, auch ein junger, na gut, der WM Tour ist klar, auch ein junger Spieler, der da dann seine Premiere geben wird. Kurzes Thema, was ich noch erwähnen möchte oder euch fragen möchte. Mir haben die Fans sehr viel Spaß gemacht. Das war Airy Paddy-like. Man kann natürlich auch sagen, dass da auch viele nur zum Bechern da waren und sich ja eher für das Trinken und die Fangesänge interessiert haben, als für die sportlichen Geschehnisse auf der Bühne. Aber das war schon sehr lautstark. A und B würde mich interessieren, Shorty. Da habe ich mich wieder gefragt, warum haben wir eigentlich so wenige TV-Turniere in Holland? Also zum Beispiel könnte ich mir einen World Grand Prix auch sehr gut in den Niederlanden vorstellen. Ja, ja, also das Publikum, da möchte ich den Hut vorziehen, war in Amsterdam großartig, langatmig, ausdauernd, fordernd. Die waren alle glückselig und sie wollten wieder ein Miteinander und haben es toll zelebriert. Niemand ging so richtig aus dem Sattel mit irgendwelchen Buhrufen oder holländische Spieler bevorzugten oder sonst. Also das übliche Geplänkel, aber kein übermäßiger Missbrauch von Buhrufen, Pfiffen oder sonstiges, sondern let's have a good time. Und man hat immer wieder gemerkt, wenn sie dann mit diesen Fangesängen anfingen, wo irgendwas ist, aber wenn auf der Bühne was passiert war, ein Elber gespielt wurde, ein 180 gespielt wurde, war die Stimmung sofort da. Also sie waren schon interessiert auch an dem Geschehen. Und klar, gerne mehr vor diesem Publikum in Holland, auch in Dänemark, da waren wir auch begeistert vor kurzem die Geschichte. Also von daher gerne mehr Turniere, auch bin ich sehr gespannt auf die European Tour, wenn sie dann ja nun einfach europäischer wird und man immer mehr Veranstaltungsorte besuchen wird. Also bin ich auch da gespannt drauf, wie da das Publikum einfach sich präsentiert, weil endlich sind wir dran so. Diese Aktionen habe ich da im Kopf. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Also sehr, sehr positiv fand ich das. In Amsterdam. Ja. Aber jetzt muss ich natürlich da nochmal eben reinsprinten, Männer. Was haltet ihr denn von diesem Women's Series Wochenende, von dieser Dominanz der beiden Mädchen, dieser Lisa Ashton und Fallon Sherrock? Das ist doch nicht mehr auszuhalten, was die da machen, oder? Ja, es ist stark, was da passiert und großartig, was die beiden imstande sind zu spielen. Es ist halt, also ich finde es halt dann immer, es ist dieses zweischneidige Schwert, so dieses schade, dass die Konkurrenz so weit weg ist. Also
Klar, Fallon Sherrock, Lisa Glück ist Ashton haben, riesig, oder? ja, definitiv. Ja, Na, ein also Glück ist wirklich riesig, ja. Trina Gallagher dann jetzt, die hat man ja schon bei dem ersten Wochenende mal wieder positiver aufscheinen sehen, aber auch bei der gab es jetzt nicht die riesige Steigerung. Eine Mikuru Suzuki ist ein bisschen besser gewesen als an diesem ersten Wochenende, aber da war keine, die den beiden annähernd irgendwie das Wasser hätte reichen können. Das ist auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, ist das für die Mädels, die dahinter sind und die dann danach kommen, ist es frustrierend, ist es ein Anreiz, wer hat da das Potenzial? Das finde ich auch interessant, ne? Weil so eine Serie kann natürlich dann auch, das kann natürlich dann auch langweilig werden. Also ich finde es total beeindruckend. Ich finde es total nett. Es ist halt die Frage, was macht das mit den Spielerinnen, die da dahinter sind und einfach überhaupt nicht dran vorbeikommen, so nach dem Motto. Ja, Bin ich sehr gespannt. Ja. hatte ich mir auch noch notiert, dass wir kurz das erwähnen. Sehr gut, Shorty, dass du da angegriffen hast. Ja, es ist natürlich schon erdrückend die Dominanz, aber man muss, denke ich, auch auf die Leistungen schauen. In Details, halt in Form der Averages auch. Und die sind schon sehr gut. Und die sind deutlich besser, als was alle anderen da anbieten. Klar kann man jetzt auch sagen, das sind geschenkte Startplätze für WM und Grand Slam für die beiden. Würde ich auch mitgehen, kann man so sehen. Die beiden sind aktuell einfach den anderen meilenweit entfernt. Aber ja, trotzdem muss man halt abwarten, was sie raus machen. Ne? Also da sollen sie halt dann weiter ihre Karrieren vorantreiben auch. Mal Ja, gucken. genau. Und wenn wir da so ein paar Parallelen ziehen, dann haben wir einen Taylor gehabt, der 20 Jahre weit vorne war, ne? Also Ja. der Ehrgeiz der anderen Damen muss einfach entfacht werden, diese Lücke schließen zu wollen, ne? Und so haben wir jetzt die ersten Steps. Und wir haben hier das Phänomen, dass wir zwei eigentlich auf Augenhöhe haben, ne? Also mit Lisa Ashton und Fallon Sherrock. Jeder hat ihre Momente, ne? Also ich bin jetzt sehr gespannt auf Lisa Ashtons WM. Ich glaube, sie brennt dermaßen, endlich diese erste Runde zu überstehen. Also das wird schon sehr ansprechend sein. Aber ich glaube, der eigene Ehrgeiz der Damen muss entfacht werden, auch mit weiteren Angeboten, die Women's Series quasi, um diese Lücke zu schließen. So sind die beiden einfach outstanding. Das ist nicht in Worte zu fassen, wie weit die vorne sind. Ja, noch interessant zu sehen, wie wenig außerhalb der Insel da nach wie vor passiert, ne? Also aus Japan nicht Ja, nur leider. Mikuru Suzuki, ne, dazu, aber Festlandeuropa. Also wir müssen ja nicht unbedingt über Deutschland reden, aber Festlandeuropa gar nicht, obwohl es ja auch dann auch niederländische Spielerinnen gibt, bei denen man denken würde, dass sie da, ich meine, Welsh Open waren, glaube ich, gleichzeitig, Genau. aber dennoch bin ich sehr gespannt, wie die PDC das in nächster Zeit beobachten wird. In diesem besagten Interview, wo Matt Porter auch was zum Kalender gesagt hat, das war halt so ein Ich tu dir nichts, du tust mir auch nichts Interview. Das heißt, da hat man Matt Porter auch nicht gefragt, wie er diese Super Series sieht und dass so wenig Europäerinnen dabei sind und dass man ein Wochenende absagen musste. Also sie wollen da dabei bleiben, sie wollen diese Series entsprechend auch nächstes Jahr anbieten, so wie ich das verstanden habe. Und da bin ich sehr gespannt, ob sich an der Resonanz was ändern wird. Es gibt ja Leute, die sagen, ihr habt es zu spät irgendwie angekündigt, aber ich weiß halt nicht, ob, ja, also wenn du als Spielerin ambitioniert bist, dann kann es nichts Schöneres geben, als so eine Series dann irgendwie zu haben, ob sie jetzt in Deutschland stattfindet oder eben in England. Ja, vor allem bin ich Niederländerin, ne? Also Aline de Graaf fehlt mir da zum Beispiel. Naja, muss man abwarten. Aus deutscher Sicht war ja Sarah Milkowski mit dabei bei diesem Teil der Super Series. Und da würde ich kurz auch noch was zu sagen wollen. Also war bei uns auch im Forum der Fall oder auch auf Instagram ist da, glaube ich, auch so eine Debatte aufgetreten. Das kann ich gar nicht leiden, muss ich ehrlich sagen, dass man da wegen schlechten Averages irgendwie angefeindet wird. Also erstens ist es immer eine persönliche Entscheidung, ob ich daran teilnehme oder nicht. Zweitens, wer sich das leisten kann und daran teilnehmen möchte und dahin fährt, hat immer meinen Respekt. Ja, und wenn man halt dann viermal verliert in der ersten Runde oder ja sechsmal in dem Fall, dann ist das eben so. Ja, aber das gehört trotzdem Respekt dabei, dass man sich das erstmal traut. Nur so wird man besser. Man wird nicht besser, wenn man zu Hause bleibt. Und ja, vielleicht ist auch der Neid von vielen Menschen, dass sie bei solchen Turnieren dann irgendwie nicht mitspielen können oder keine Ahnung was. Aber das ging mir ein bisschen an den Kragen, muss ich ehrlich sagen. Das mag ich nicht. Ja, ich meine, es gibt mit Sicherheit, wir haben in Deutschland einen Dartboom, der schon seit langem anhält und da frage ich mich dann schon auch, wo sind denn dann
die anderen Frauen, wo sind denn dann diejenigen, die sich möglicherweise, ich weiß nicht, wie viele Frauen sich jetzt beschwert haben, aber es gibt ambitionierte Spielerinnen, wo ich mich frage, wo sie geblieben sind. Steffi Lück, Irina Armstrong, Steffi Rennoch. Und dann gibt es aber auch diejenigen, wo ich sage, Mensch, es hat jetzt so viele gute Spieler hervorgebracht, dieser Dartboom. Wo sind denn die Spielerinnen? Diese Frage ist für mich bislang unbeantwortet. Ja, vielleicht müssen wir da nochmal drüber reden. Wir hatten ja schon mal eine Damen-Dartsport-Ausgabe. Vielleicht müssen wir nochmal ein Update machen, was sich vielleicht seit dieser Ausgabe getan hat. Ich glaube, die ist auch schon jetzt auf jeden Fall über ein Jahr her. Definitiv. Das war, glaube ich, mitten in Corona, wo wir das besprochen haben. Vielleicht Das war müssen wir da. Februar Na, Corona letztes ist ja immer Jahr, noch, aber. also Ja. Ja, gut. ich wollte noch ganz kurz zu eurer Niederländer-Geschichte sagen, Ja. dass ja die Kollegen in den Niederlanden befürchten, dass es da jetzt einen totalen Einbruch gibt, weil ab, glaube ich, kommendem Jahr Dart nicht mehr im Free TV ist in der Niederlande, sondern dass alles hinter die Bezahlschranke kommt. Bin ich sehr gespannt. Da vermuten die niederländischen Experten, dass die Zuschauerzahlen da dann deutlich rückläufig werden, weil nicht mehr RTL Seven der Hauptbroadcaster ist, sondern, soweit ich das mitbekommen habe, alles nur noch hinter der Paywall ist. Ja, das stimmt. Da gibt es auch ein Interview zu, was bald dann in unserem Newsflash auch zu lesen ist, beziehungsweise ist es schon draußen, nur wir haben es dann nur übersetzt. Dazu ein paar Worte von Michael van Gerwen, der gesagt hat, naja, alle haben doch Netflix, alle haben doch Disney Plus, ist keine Schleichwerbung, aber warum dann nicht auch für Dart bezahlen? Er würde sich auch ein Abo auf jeden Fall kaufen. Das war seine Aussage. Die von Jacques Newdert geht in die Richtung, die du gesagt hast, wo er sagt, das ist eine Katastrophe für den Dartsport. Er befürchtet, dass man die Ahoy Arena zum Beispiel dann eben nicht mehr voll bekommt. Und ein Dick van Duivenbode hat gesagt, naja, er will mal abwarten, er hat gute Sponsoren hinter sich, aber er weiß noch nicht, was er davon halten soll. Also da gibt es auch ja, gespaltene Meinungen und auch was den deutschen Markt angeht. So ganz genau weiß man das ja gar nicht, aber wahrscheinlich hat der Sohn wird auf jeden Fall übertragen die nächsten Jahre, das ist klar. Bei Sport 1, ob sie noch die Sublizenzen noch ewig halten. Ich weiß gar nicht mehr, Kevin, weißt du das noch auswendig, bis wann diese Verträge gehen, wann jetzt die nächste WM noch? Ja, Ich glaube, wann schon, ne? soweit ich weiß, wird dann ab kommendem Jahr eine neue Rechteperiode beginnen. Und Barry Also Hearn, gut, er ist nicht mehr der Chef jetzt, aber er hat ja auch damals in London gesagt, also das macht er eigentlich nicht nochmal gerne, dass er das splittet, sondern hat es lieber nur bei einem Anbieter wie DAZN, ne? Aber naja. Finde ich aber auch bemerkenswert, dass Jacques Nielaert das sagt, weil ich gedacht hätte, dass der quasi schon fix als Kommentator für diese Pay-TV-Geschichte eingekauft wäre. Aber das klingt für mich jetzt nicht so, weil wenn das wäre, dann würde er sich, glaube ich, nicht so äußern. Naja. Das müssen wir abwarten, wie es da unseren Nachbarn weitergeht. Für heute wären wir damit soweit durch. Ein paar Infos noch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar gibt es die nächste Ausgabe von Shortleg bereits in der nächsten Woche. Wir werden wahrscheinlich am Dienstag aufnehmen und hoffen, dass bis dahin der Grand Slam ausgelost ist, sodass wir dann auch für euch die Gruppen durchgehen können. Das Teilnehmerfeld wird dann auf jeden Fall schon fix sein. Wahrscheinlich auch mit einem externen Gast, mehr will ich da noch nicht verraten, aber es sieht gut aus, dass wir da wieder mal einen von außerhalb mit reinnehmen werden. Das dann, wie gesagt, nächste Woche wird dann wahrscheinlich hoffentlich am Mittwoch erscheinen. Dann habt ihr noch ein paar Tage Zeit, bis der Grand Slam dann am Samstag danach startet. Neues Feature haben wir auch, und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, das ist neu, das habe ich beim letzten Mal ausprobiert. Zum Beispiel bei Spotify findet ihr unter den Shownotes ab sofort Umfragen oder offene Fragen, auf die ihr gerne dann, ja, an denen ihr gerne teilnehmen könnt. Ihr könnt da gerne mit uns interagieren. Wir hatten da ja zum Beispiel die Frage drin, wer gewinnt die European Championship beim letzten Mal? Da hatten wir das nochmal ausprobiert. Das werden wir auch weiter durchziehen. Das heißt, unter den Shownotes des jeweiligen Podcast-Anbieters, ja, findet ihr da Umfragen, offene Fragen. Gerne daran teilnehmen. Da werden wir auch dann mal mit reinnehmen, die Ergebnisse, und schauen dann, ob ihr auch wenigstens richtig gelegen habt, was die Tipps angeht. Ja, schaut mal gerne rein, lasst doch gerne eine Bewertung da. Das würde uns natürlich ja sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel für heute drauf. Knapp 1 Stunde 15. Da kommen wir aktuell immer hin. Das passt, denke ich, ganz gut. Und dann hören wir uns ja schon eine Woche wieder. Also bis dahin auf jeden Fall eine gute Zeit. Drückt den deutschen Spielern die Daumen, dass es mit der WM-Quali bei allen klappt. Und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.
So einfach wie ich meinen Straps hier aufkriege, kannst du dir ein Abo holen von daten.de und Shortleg. Einfach unten draufhauen. Abo holen. Bis dahin. Ciao, ciao.